Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Eine aktuelle Studie besagt, dass jeder 10. Lehrer in Österreich massiv Burnout gefährdet ist. Die Lehrergewerkschaft und die AG Burnout haben 6.000 Pflichtschullehrer dazu befragt. Vorarlbergs Lehrergewerkschafter Gerhard Unterkofler erklärt das klar mit Überbelastung. Ein Lehrer müsse heute Sozialarbeiter, Familienberater, Psychologe und eben Wissensvermittler sein. Besonders in Mittelschulen im städtischen Bereich sei das Risiko hoch. Jeder Lehrer kann mit den vereinzelten Problemschülern umgehen. Aber wenn das gehäuft auftritt, dazu bräuchte man eben zusätzliches Supportpersonal, Sozialarbeiter, Familienberater, Psychologen und Schüler und Elternberater. Erfreulich sei, dass es aus dem Ministerium zumindest Signale gebe, dass mehr Mittel gerade für soziale Brennpunktschulen zur Verfügung gestellt würden. Die Dornbirner Innenstadtgeschäfte bangen wegen des geplanten Messeparkausbaus um ihre Existenz. Wie große Einkaufszentren am Ortsrand die Innenstadtgeschäfte vertreiben können, zeigt sich am Beispiel Bludenz. In Bregenz wurde angesichts des Bau des Seestadtareals vorgesorgt. Der Kornmarktplatz wurde baulich belebt. Zudem wollen die Geschäfte mit Qualität punkten, erklärt Christoph Thoma vom Stadtmarketing. Der Drogenbeauftragte des Landes, Primar Reinhard Haller, fordert erneut die Entkriminalisierung von Cannabis. Statt Gerichtsverfahren soll es Verwaltungsstrafen geben. Mit einer Strafe wie beim Falschparken würde auch signalisiert, dass der Konsum nicht gewünscht sei, so Haller in der aktuellen Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis. Und der SCR Altach empfängt heute im Achtelfinale des ÖFB-Cups Fußball-Erstligist Mattersburg. Die Rheindörfler sind leichter Favorit, sind sie doch seit 7 Spielen in der Bundesliga ungeschlagen. Mit einem Sieg wäre Altach seit über 8 Jahren wieder einmal im Viertelfinale des ÖFB-Cups. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.